Hey, lustigen Knusperschnecken und willkommen in meinem Wohnzimmer. Ja, warum wieder in meinem Wohnzimmer und nicht irgendwo draußen? Ja, das Wetter war die letzten Tage hier in Berlin alles andere als geil. Ich habe aber das Wetter nutzen können, um euch das lang verschollene Ritte nochmal zu filmen und meine neuen Gravel-Taschen oder besser gesagt Bikepacking-Taschen daran zu filmen. Denn ihr habt ja immer wieder gefragt, was hast du eigentlich für Taschen am Fahrrad? Was ist eigentlich mit dem Ritte passiert? Und beide Fragen beantworten wir heute in diesem Video. Ja, das Ritte nach viel hin und her Gefrickel und Gemache und Getue habe ich es dann geschafft, das Ding auch mal zu lackieren, wieder zusammengebaut. Das habe ich heute genommen, um diese schönen neuen Taschen da dran zu machen, die ich vom Pro bekommen habe. Farblich passt das Ganze wie Arsch auf Eimer. Ich hätte vielleicht thematisch passender eher das Gravelrad nehmen sollen, aber da habe ich gerade einen Platten und ich bin zu faul, das zu flicken, dieses Tubeless-Zeug und das kriegt da, ich krieg das nicht mehr zum Laufen. Irgendwie stelle ich mich da ein bisschen zu blöd an, aber jetzt genug geredet, zeige ich euch mal die Taschen nach und nach. Fangen wir am besten mit dem Herzstück der ganzen Sachen an. Meiner Meinung nach ist das die Rahmentasche. Das ist diese hier, du hast auf beiden Seiten, rechts und links, so einen kleinen Klettverschluss, den du aufmachen kannst. Da kannst du dann verschiedenen Kram reinmachen. Du hast ein größeres Fach auf der rechten Seite, wo du nochmal so eine kleine Unterteilung vornehmen kannst mit dem Klettverschluss. Auf der linken Seite ist eher ein bisschen flacheres Fach. Da kannst du dann hier beispielsweise irgendwie deinen Ausweis reinmachen oder dein Portemonnaie oder sonst was, wenn du es nicht irgendwie im Trikot hast oder in einer anderen Tasche. Festgemacht wird das Ganze mit drei Strippen. Du hast zwei oben und eine hinten. Das passt bei mir ganz gut, da ich eh nie vier Strippen am Fahrrad dran bekommen habe, weil mein Rahmen einfach immer so ein bisschen zu lang ist und keine Tasche wirklich gepasst hat. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil es eben nur wirklich drei Laschen gibt, um das Ding am Rahmen festzumachen. Habe aber festgestellt, das stört überhaupt nicht, da hängt nichts durch, das hält, da wackelt nichts. Die ganzen Klettverschlüsse, die sind außen so ein bisschen gummiert, das heißt, du verkratzt dir den Rahmen auch nicht. Das hatte ich bei den vorherigen Taschen immer das Problem, dass das halt einfach klett war und du fährst damit kurze Weile oder was länger, egal wie, du hast so schnell Macken am Rahmen oder da, wo es rumgescheut ist. Da empfiehlt es sich natürlich, irgendwas drum zu machen, aber bei denen habe ich bisher nicht das Gefühl, dass sich da irgendwas durchscheuert, auch hier am Plastik nicht. Zu dem Set gehört auch diese Oberrohrtasche, relativ klein. Ich glaube, das sind 0,75 Liter. Die ich bisher hatte, waren ein bisschen größer, waren dafür aber auch ein bisschen breiter und ich bin immer wieder mit meinen Oberschenkeln reingekommen. Diese hier ist relativ schmal. Du hast auf der rechten Seite nochmal so einen Gummizug. Hier innen drin ist Platz für irgendwie nochmal eine weitere kleine Tasche, die zum Beispiel oder... Hier kannst du nochmal einen Tool reinmachen oder was anderes. Handy kannst du da auch reinmachen. Hier vorne hast du eine Öffnung, um das Ganze nochmal irgendwie so zusammenzubasteln, dass du da deinen Kopfhörer reinstecken kannst. Dann hast du ein Handy hier drin, da kann nichts nass werden, wenn du denn so gefährlich lebst und mit Musik unterwegs fährst. Das sollte man eigentlich nicht tun. Ich bin ein schlechtes Beispiel, ich fahre auch ständig mit Musik. Es tut mir leid. Festgemacht wird auch die Tasche mit diesen gummierten Klettbändern, wie schon bei der Rahmentasche. Hier unten gibt es nochmal die Möglichkeit, falls du Aufnahmen am Oberrohr hast für einen Flaschenhalter oder halt so eine Snack- oder Kleinteil, Tasche, das Ganze da festzuschrauben. Die Seitentaschen hier oder dieses Gummiding habe ich eigentlich noch nie wirklich benutzt, aber kommt vielleicht noch der Moment, wo man da mal irgendwie ein Trikotarmling oder Beinlinge zwischen macht, aber ja, bisher habe ich den Nutzen davon noch nicht gebraucht, sieht aber auf alle Fälle ganz gut aus und ich denke, das kann man so lassen und wie gesagt, farblich passt das alles halt wirklich hervorragend zum Ritte. Das waren dann die beiden Rahmentaschen, einmal für das Rahmendreieck und einmal fürs Oberrohr. Jetzt kommen wir mal zur Lenkerrolle vorne. Das sieht man in dem Video leider nicht so ganz. Das Ganze besteht aus diesem langen Sack oder diesem Schlauch. Man kann da so, ich mach das mal auf, so die Hand durchstecken. Das Ganze ist innen und außen mit so wasserdichtem Zeug versehen.
Klettverschluss hast du rechts oder links. Da packst du dann den ganzen Kram rein, den du so brauchst. Das kannst du relativ klein machen oder relativ groß. Das Ding hat, meine ich, 8 Liter. Lässt sich auch bei mir, obwohl ich einen relativ schmalen Lenker habe, auch schon am Rennrad super montieren. Es gibt dann bei dieser Haupttasche oder diesem Haupthalter, der da noch dabei ist, womit man das Ganze am Lenker festmacht, so 2 Distanzstücke dabei. Das heißt, du kannst dann auch noch ordentlich greifen und hast halt nicht den mittleren oder den flachen Teil von deinem Lenker irgendwie im, ja, einfach nicht mehr zur Verfügung, weil er da eine Tasche dran hängt. Durch die Distanzdinger geht das super. Auch bei diesem Aero-Lenker, den ich da habe, hält das Ganze ganz gut, das verrutscht nicht. Da war jetzt relativ wenig drin, weil der Lenker ist, glaube ich, 38 cm breit. Beim Gravelrad sind es 44, auch noch nicht so breit, aber da kann ich halt wirklich fast die ganze Breite der Tasche ausnutzen, um da reinzustopfen, was ich möchte. Auch hat man bei der Halterung der Tasche noch die Möglichkeit, vorne was mit einem Gummizug drauf zu machen. Das Ganze montieren und demontieren geht relativ zügig. Das ist unter 2 Minuten gemacht, das Ding irgendwie am Lenker festzumachen. Rolle noch mal ein paar Sekündchen. Man kann auch, wenn man die mitgelieferte Tasche nicht unbedingt verwenden möchte, jegliche andere Art von Rolle reinmachen. Das heißt, du kannst deinen Schlafsack da reinmachen, deine Isomatte oder dir noch mal so einen größeren oder andersfarbigen großen Wasser dichten Beutel holen und da dann noch irgendwie ein ganzes Zeug reinmachen. Das passt dann auch da easy vorne an die Halterung noch dran. Jetzt kommen wir aber mal zur größten Tasche der Discover-Serie und zwar dieses Monster hier. Da kannst du 15 Liter reinpacken. Ihr werdet jetzt sagen, oh ja, ist halt der übliche Beutel, das ist nichts Besonderes für hinten dran. Aber, was ich super geil finde, hier unten, da ist so ein Plastikeinsatz drin. Den kann man rein und rausnehmen. Das heißt, die ganze Sache ist viel stabiler als das, was ich sonst hatte. Das hat immer rumgewackelt und mich absolut wahnsinnig gemacht, wenn das hinten rumschlenkert. Hier auch wieder hast du diese kleinen Distanzteile dran. Das Ganze lässt sich easy zusammenzucken. Oben hier hast du noch die Gummizüge dran. Die finde ich persönlich super praktisch, weil immer mal wieder kommt es vor, dass ich halt so eine Sache wie Armlinge, Beinlinge hier hinten drauf mache. Die Möglichkeit habe ich halt, wie gesagt, auch vorne bei der Snacktasche, aber da werde ich es, glaube ich, auch nicht wirklich nutzen oder habe es bisher auch noch nie wirklich genutzt. Da ist das hier hinten viel praktischer, wenn man irgendwie unterwegs ist und irgendwie noch Kram trocknen will oder irgendwie den stinkigen Kram hinten draufschneiden, weil man es beispielsweise nicht mit seinem Schlafsack und seinem anderen Zeug hier mit reinwerfen kann. Das ist auf alle Fälle ganz cool. Festgemacht wird das Ganze auch wieder mit diesen gummierten Klettteilen und ganz normalen Klettteilen. Das Ganze hält wirklich super. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie groß was runterfallen kann oder kaputt geht. An der Stelle, wo hinten die Tasche an der Sattelstütze festgemacht ist, das Ganze ein bisschen anders gearbeitet. Das ist so eine Art Neopren, würde ich es mal sagen. Da hast du dann auch nicht das Problem, dass da irgendwie groß was an deinem Rahmen rumscheuern kann, was irgendwie den Lack wegnimmt. Bei meinem Rahmen ist das eh nicht das Problem, weil die Stütze ist irgendwie, das ist ja anodisiert oder eloxiert und der Rahmen ist an der Stelle eh roh. Das heißt, da kann nicht viel passieren. Beim Ritte muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mir da nichts kaputt mache, aber ich glaube, das geht. Aber ja, wie gesagt, ich habe das nur aus farblichen Gründen da dran gemacht. Das waren jetzt die neuen Pro Discover Taschen, die ich habe. Die anderen Taschen bisher, die ich hatte, waren von diversen anderen Marken. Auch nicht wirklich schlecht, aber es gab immer wieder kleine Wehwehchen und nervige Sachen, die ich einfach nicht mochte oder sie hat gescheuert, sie war zu breit. Es gab irgendwie immer was. Einen wirklichen Erfahrungsbericht kann ich euch zu den Taschen noch nicht geben, da ich sie relativ neu habe. Das heißt, ich werde jetzt erstmal in nächster Zeit gucken, ist das auch alles so wirklich cool, außer bei so einer eintägigen Tour. Haut das alles hin, kann ich alles mitnehmen, tauchen irgendwie Problemchen auf. Das hatte ich nämlich immer wieder bei anderen Taschen. Das wirkte bisher aber eigentlich ganz vernünftig und
Wenn das alles so hinhaut, sind das dann auch die Taschen meiner Wahl, die ich nächstes Jahr beim Atlas Mountain Race fahren will, denn ich habe mich fürs Atlas Mountain Race angemeldet. Drücken wir die Daumen, dass ich einen Startplatz bekomme. Das Ganze ist im Februar. Was das für ein Rennen ist, verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das mal anschauen. So viel sei verraten. Ihr habt 7 Tage Zeit für 1200 Kilometer Offroad. Oh, hier kommt die Katze. Hallo. Na? Geh mal runter jetzt. So, Katze verscheucht. Das war's dann eigentlich auch im Großen und Ganzen mit dem Video. Wenn noch irgendwelche Fragen sind zu Britte, die ich höchstwahrscheinlich nicht in diesem Video beantwortet habe, oder zu den Taschen oder die ich vorher hatte, unten in die Videobeschreibung. Und Daumen nach oben da lassen, Abo auch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, ihr lustigen Knusperschnecken. Ciao.